Das Wort hat nun der Kollege Rolf Schwanitz für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es wird Sie nicht wundern, dass ich in meiner Rede den Einzelplan 10 vor allen Dingen noch mal in die haushaltspolitische Gesamtsituation einordnen will. Denn das ist, glaube ich, das Thema, das sich durch alle Beratungen, erste, zweite und dritte Lesung ziehen muss. Meine Damen und Herren, der Bund wird nach den Planungen, die die Bundesregierung vorgelegt haben, eine Neuverschuldung in Rekordhöhe ausweisen. 86 Milliarden Euro, das ist eine beängstigende Dimension. Wenn wir ehrlich sind, ist das eine Dimension, die die Vorstellungskraft von uns allen, vor allen Dingen von den Bürgerinnen und Bürgern, bei weitem sprengt. Mittlerweile lebt der Bund von einem zu einem Viertel seiner Ausgaben auf Pump. Das heißt, jeder vierte Euro, der in diesem Bundeshaushalt ausgegeben werden soll, muss durch Kredite finanziert werden. Das ist eine Situation, die gibt es bei keiner anderen staatlichen Ebene in Deutschland. Weder bei den Kommunen, über die wir sehr intensiv reden, noch bei den Ländern ist die Situation so prekär. Die Ursache für diesen Zustand sind natürlich die Folgen der internationalen Finanzkrise. Die Ursachen sind aber auch die von Ihnen eingeschlagene Klientelpolitik gegenüber den Hotelbesitzern, gegenüber den reichen Erben, gegenüber den Kapitalbesitzern. Und deswegen muss bei jeder Debatte das zunächst am Anfang stehen, meine Damen und Herren. Sie haben das getan in der Koalition, obwohl Sie wissen, dass das strukturelle Defizit Ende 2010 bei rund 70 Milliarden Euro liegen wird. Sie haben das getan, obwohl Sie wissen und wussten, dass Sie Ende 2010 im nächsten Jahr einen Konsolidierungskurs einschlagen müssen zwischen 13 und 15 Milliarden Euro. Defizitabbau nicht nur einmalig, sondern aufwachsend jedes Jahr neu über 6 Jahre hinweg bis zur Erfüllung der Schuldenbremsenregelung. Und das, worüber Sie streiten, intensiv, über die 24 Milliarden Euro zusätzliche Steuergeschenke darüber hinaus, ist dabei noch nicht eingepreist, kommt on top, muss also in diese Konsolidierung weiter einbezogen werden. Dass Sie sich in dieser Situation, meine Damen und Herren, hinter der Steuerschätzung Mai verstecken, wie wir das bei den Debattenbeiträgen heute noch mal gehört haben, auch vom Finanzminister, ist, wie ich finde, eine der feigesten Aktionen von Regierungshandeln, die mir je untergekommen ist, meine Damen und Herren. Und deswegen, übrigens auch ein Betrug am Wähler, werden wir das Woche für Woche thematisieren. Bezeichnend fand ich auch, ist, dass die Risikofrage bei den Haushaltsdebatten bisher relativ wenig thematisiert worden ist. Wir haben sehr intensiv über das Thema Netto-Neuverschuldung geredet, aber relativ wenig wurde von der Bruttokreditaufnahme gesprochen. Denn natürlich muss der Gesamthaushalt nicht nur Kredite aufnehmen für die neuen Schulden, sondern auch für die alten. Die Bruttokreditaufnahme wird in etwa bei 330 Milliarden in dieser Zeit liegen. Das heißt, und wir müssen ja vergegenwärtigen, wir sind eigentlich in einer Niedrigzinsphase. Sie selbst, wir übrigens auch, hatten ja schon Ende des Jahres eher mit einem Zinsanstieg gerechnet. Wenn also die Zinsen nur um 1 Prozentpunkt steigen, dann wird dies zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung von rund 3,3 Milliarden für den Bundeshaushalt führen. Und auch das wird die Situation on top verschärfen. Das Ganze, meine Damen und Herren, erinnert mich an jemanden, der bis über die Halskrause, bis über beide Ohren verschuldet ist, der weiß, dass morgen der Gerichtsvollzieher kommt und der noch mal schnell seine Kumpels zu einer Party einlädt und alles auf Pump noch mal rausbläst, unabhängig davon, wie die Situation am Folgetag ausschaut. Das macht kein vernünftiger Mensch. Sie erheben das zur Geschäftsgrundlage für den Gesamtstaat mit dem, was Sie als Klientelpolitik hier einschlagen. Und wir werden das übrigens auch unter Verbrauchergesichtspunkten, das ist ja auch eine Verbraucherfrage, wie gehe ich mit Schulden um? Das Signal, das man verbraucherpolitisch hier an die Bürgergemeinschaft in Deutschland setzt, halte ich schlicht und einfach für eine Katastrophe. Apropos Verbraucherpolitik, Sie haben im Koalitionsvertrag geschrieben, Sie setzen auf eine Stärkung des Verbrauchers im Markt.
Der gesamte Bereich der Verbraucherpolitik im Einzelplan 10 umfasst einen Ansatz von 148 Millionen Euro. Haben Sie sich eigentlich mal eine Querverbindung zwischen der Klientelpolitik auf der einen Seite und der Verbraucherpolitik auf der anderen Seite gezogen? Das, was Sie allein im Bereich der Hoteliers an Steuervergünstigungen in die Hand nehmen, wird den Gesamtstaat 945 Millionen Euro kosten. Den Bund rund 500 Millionen Euro Steuerausfälle, eine halbe Milliarde Euro. Das ist fast das dreieinhalbfache dessen, was hier an Ausgaben für Verbraucherpolitik im Einzelplan 10 eingestellt ist. Das zeigt die Dimension dessen, was Sie hier tun, meine Damen und Herren. Ich will noch eine Bemerkung zum Zuschuss der Stiftung Warentest machen, denn das hat ja vorhin bei Herrn Schönbeck auch schon eine Rolle gespielt. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Verbraucherpolitik ein wichtiges Politikfeld ist, das gestärkt werden muss. Aber ich halte gerade davon, dass Sie das, was bei der Stiftung Warentest momentan abläuft, nicht für etwas, wofür man sich verbraucherpolitisch brüsten kann. Sie erhöhen, das ist richtig, das Stiftungskapital der Stiftung Warentest um 20 Millionen Euro. Was Sie allerdings verschweigen, ist, dass auf der anderen Seite der Zuschuss für die Stiftung Warentest im selben Umfang, nämlich im Umfang der Kapitalerträge, abgesenkt wird. Herr Kollege, das heißt, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schönbeck? Ich würde gerne im Zusammenhang vortragen, Herr Schönbeck, Sie haben das ja genauso getan. Was Sie hier tun, ist etwas, was man verbraucherpolitisch schlicht und einfach als Mogelpackung bezeichnen kann. Es kommt bei dieser gesamten Aktion, meine Damen und Herren, kein einziger Euro mehr für die Ausgaben für Verbraucherpolitik zustande. Was Sie machen, ist nur eine Umfinanzierung des Bundeszuschusses für die Stiftung Warentest. Und deswegen, finde ich, muss man darüber auch klipp und klar und deutlich reden. Meine Damen und Herren, wir werden Ihnen bei den Haushaltsberatungen übrigens auch Gelegenheit geben, über einen Antrag richtig dafür abzustimmen, dass mehr finanzielle Möglichkeiten für Verbraucherpolitik in Deutschland entstehen. Bedarf gibt es genug. Ich bin gespannt darüber, wie Sie im Ausschuss dafür oder darüber abstimmen werden. Meine Damen und Herren, angesichts Ihrer Klientelpolitik im sogenannten Wachstumsbeschleunigungsgesetz werden wir alle Maßnahmen im Einzelplan 10 kritisch auf den Prüfstand stellen. Wir werden die Frage stellen, ob sie so tatsächlich notwendig sind und ob die Art und Weise, wie sie finanziert werden, alternativlos ist. Denn letztendlich müssen nicht Sie, auch nicht wir, sondern die Bürgerinnen und Bürger, die Abgaben und Steuerzahler in diesem Land dafür die Zeche zahlen. Herzlichen Dank.